Okay, dann wählen wir doch mal irgendwas aus. Ich wähle mal einen Spezialisten. Ich bin eigentlich eher so der Typ, der sich hinten verkriecht und dann mit dem Scharfschützengewehr auf Leute schießt. Also mache ich das mal hier. Ich weiß nicht, es gibt auch noch verschiedene Skins, die man nehmen kann hier, ne? Geonosis, Pilot, Dschungel. Nehmen wir Dschungel. Dschungel, nee, was? Wir nehmen Geonosis-Skin. Komm hier, so. Immer getarnt. Okay. Jetzt sind wir ein und derselbe Spezialisten-Druide. Hast du den auch gewählt? Ich habe auch den Geonosis-Skin drauf. Okay, sehr gut. So, Anonym C schreibt, du bist der beste YouTuber. Ich weiß es nicht, da bin ich doch ganz bescheiden, was das angeht. Aber trotzdem, vielen, vielen lieben Dank, dass du das so siehst. Ich gebe mir Mühe, einfach Spaß zu haben mit euch. Also, da muss ich mir nicht Mühe geben, ich habe einfach Spaß mit euch, aber ich gebe mir Mühe, ordentlichen Content zu machen. So. Gucken wir mal, da hinten ist... Boah, ich muss aber sagen, das ist tatsächlich ein bisschen ruckelig bei mir. Vielleicht fängt sich dann gleich noch, weil alles geladen ist. Die Map, auf der wir sind, ist die immer zufällig? Eigentlich? Meistens. Meistens, ne? Okay. Also ich habe irgendwo gesehen, ich weiß nicht, ob das von der Original-Webseite ist, von denen irgendwie zu 80% kriegst du die Map, zu 50% die Map, zu 20% die Map, also es gibt anscheinend Aufteilungen. Ah, es ist sogar prozentual festgelegt, okay. Keine Ahnung warum, aber anscheinend ist es so. Wahrscheinlich wollen die bestimmte Maps eher pushen als andere oder so. Wo sind sie denn? Da drüben sind sie. Ich schmeiß eine Granate rüber. Also ich habe ein bisschen was gekillt bis jetzt hier schon. Das ist doch schon mal gut. Oh mein Gott. Aktiviere mal irgendwas. Ich habe irgendwas aktiviert. Ich kenne mich hier noch nicht so richtig aus mit dem ganzen Zeug. Ah, ich habe ein Scharfschuss. Ich habe Maschinengewehr jetzt für den Nahkampf. Ich hätte jemanden erschlagen. Nein. Ich bin tot. Oh, ich räume mich noch ganz kurz weg hier. Oh, nein, ich werd beschossen. Ah, ich bin draufgegangen, okay. Visual schreibt, Kara, wann spielst du immer Star Wars The Old Republic? Mal gucken, ach, ich bleib noch beim Spezialisten ein bisschen. Star Wars The Old Republic spiele ich eigentlich, also ich mache jeden Tag Videos, ne, zu Star Wars The Old Republic. Da kommt heute noch mal eins. Ich habe ja meine Videolänge verkürzt auf 20 bis, also 15 bis 30 Minuten, habe ich eine Umfrage gestartet, da waren die meisten dafür für kürzere Videos. Und, Karadrick anzustören, Schreck Gaming Storm. Ja, und ich spiele The Old Republic im Livestream das nächste Mal wieder, ich denke, so am kommenden Wochenende. Nicht an diesem Wochenende, doch dieses Wochenende, genau, diesen Sonntag wieder. Diesen Sonntag sogar, um 16 Uhr. Dann machen wir nämlich wieder einen Flashpoint. Ist das ein Gegner? Oh mein Gott, das ist ein Gegner. Wird beschossen von einem Panzer! Ah, Mist, okay, ich bin draufgegangen. 100 Punkte für ein Opfer. Meistens bin ich Opfer. Okay, starten wir nochmal. Das Problem ist hier, ich weiß hier nie, wo ich hin muss bei diesem Spielmodus. Ich glaube, da, wo die roten Buchstaben sind, oder? Kann das sein? Die roten Buchstaben musst du erobern. Okay, dann laufe ich einfach mal in Richtung rote Buchstaben. Ich glaube, da ist dann die Action. PW09 Jonasbot schreibt Hi. Hi, PW, ich grüße dich. Ja, ich habe das Panzerduell gewonnen. Nein, ich renne direkt in den Panzer rein. Ich muss den Spielmodus erst noch lernen, Freunde. Ich will unbedingt Count Dooku haben in dieser Runde. Für 800 kannst du auch in einen Panzer rein. Die sind meistens echt gut, um Punkte zu holen. Ah, okay. Die 800 habe ich schon. Kann ich aber das nächste probieren. Auch. Anonym schreibt, ich will unbedingt mit dir zocken, weil... Also, er will unbedingt mit mir zocken, weil ich so gut bin und weil er auch Helden vs. Schurken liebt. Hab ich den Panzer gekillt? Wir haben den Panzer gekillt. Oh Mist. Das ist wieder ein Panzer. Ah, ich habe jemanden erledigt. So. Ich freue mich ja, wenn ich irgendwas... Jemand, der Verzögerung von 15 Sekunden, stimmt's? Ah, Mist. Ja, ungefähr. Das kommt ungefähr hin. Beschossen. Panzer hast du gesagt, ne? Hier ist ein Panzer. 800 kostet der, den nehme ich mir mal. So, okay, Freunde. Die Party kann beginnen! Schieße ich auf irgendwas, was sinnvoll ist? Falls du Punkte kriegst, dann machst du jemandem Schaden. Ah, ja. Oder hier ist auch irgendwo ein Klon. Ja, genau, da ist irgendwas da hinten. Ja, ich krieg ein bisschen Punkte für Spieler beschädigt und so. Nein.
sogar jemanden gekillt, okay. Cool. Na, ich kann immer noch keinen Kommando-Druiden holen. Ah, wo geht's denn da lang? Oh mein Gott, ich bin so unbeweglich. Kann ich springen? Nee. Verprügel, Leute. Aha. Ich hab verschiedene Schussoptionen. Hier läuft noch jemand. Ich kann den Kommando drüben ja nicht holen. So, wunderbar. Ah ja, Panzer muss man echt nehmen. Ach, das bist du. Der hat mich gerade aus dem Lärm abgeschossen. Was? Ich habe jemanden abgeschossen? Hab ich hab dich aus Versehen abgeschossen. Du hast mich abgeschossen? So, nee. Perfekt. Ich bin bei dir. Und gleichzeitig, ich bin unter dir. Ja, genau. Ein Schild. Versteck dich mal unter dir. Komm zu mir, ich brauch ein Schild. Die schießen auf dich und treffen mich. Noch was gekillt? Okay, super. Au. Schrotflinten. Ich stehe von hier und mach alles nieder, was hier spawnt. Die scheinen doch hier gerade zu spawnen irgendwie. Ja, du bist beim Default-Spawn von denen. Ja. Das ist ein Held. Nein. Wo? Bei mir irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo du bist und ich hänge ja auch gerade irgendwie fest. Anakin! Boah, ich bin gerade voll in Luft gesprengt worden. Alter Verwalter! Ja, okay. Anakin ist tot. Jawohl, sehr gut. Soll ich mal einen Panzer kaufen? Ich kaufe mir noch mal einen Panzer hier. Komm, das macht Spaß, ein Panzer. Obi-Wan ist tot. So, Angriffstrooper soll ich nehmen. Der ist am besten zum Erobern. Okay, schreibt PW. Und wen findest du am besten von helle Seite? Von der hellen Seite finde ich am besten Qui-Gon Jinn. Darth Revan hat schon richtig geschrieben. Genau, der ist halt leider noch nicht in diesem Spiel. Aber helle Seite ist so ziemlich mein Canon, helle Seite. Oh, Mist. Meine helle Seite, Canon, Lieblingscharakter ist wohl Qui-Gon Jinn, denke ich mal. Also, mir fällt jetzt erstmal keinen ein, den ich lieber mag. Und den hätte ich auch echt gerne in dem Spiel. Und wenn der irgendwann mal da ist, dann zocke ich auch ganz viel helle Seite. Kommando-Druide, flieh! Ich hab 4 Leben! Oh mein Gott, das sind 2 Panzer. Alter Schwede! Übrigens, die republikanischen Panzer sind voll okay. Oh Mist, ich bin gerade in Luft gesprengt worden. Nein! Okay, gut. Ich nehme mal jetzt einen anderen. Ich kann jetzt keinen Panzer mehr nehmen. Anscheinend sind die... Ah, jetzt könnte ich wieder einen nehmen. Ich nehme noch mal einen Spezialisten. Da bin ich ein bisschen beweglicher. Ich bin ein Kommando-Druide. Ja, Kommando-Druide soll ich auch nehmen, ne? Das wäre eigentlich viel besser. Wir liegen auch gerade hinten irgendwie. Au! Also wir liegen nach vorne, nur wir kriegen keine Punkte mehr. Boah, Mist, der hat mich erledigt. Ich kann die flankieren. Nein, der hat eine Granate geworfen. So, ich nehme jetzt auch mal, ist das hier ein Kommandodruide? Der da? Ja, genau, Kommandodruide, super. Okay, dann wollen wir mal. Okay. Du liebst es ja kaum Doku zu spielen, ne? Daran ja, richtig. Und du da? Nein, meistens einen. Boah, Mist, der hat mich einer erledigt. Ich kann das nicht machen, Ich verbrauche einfach nur meine Punkte, wenn ich einen Kommandodruiden nehme. Ich bleibe am besten mal beim normalen Spezialisten, bis ich... Panzer! Ich messe einen Panzer! Ich messe einen Panzer! Ich habe den Panzer zerstört! Ich habe den Panzer zerstört! Ja, okay, das ist... ja, moin. Kommandodruiden, Anakin! Ich messe Anakin! Ich bin der beste Profi. Anakin, flieh nicht. Messer, ich halte seine Klone. Wo ist Anakin? Nicht mehr unter Anakin. Uns. Mann. Okay, ich hab wieder was erledigt. Oh, da kommt was um die Ecke gleich. Da kommt ein Läufer um die Ecke. Haben die Läufer? Nee, wir haben Läufer, oder? Ja, die haben auch Läufer. Die haben auch Läufer? Mist. Das ist schon wieder ein Panzer. Wo ist der Panzer? Wo war nochmal der Weakspot von den republikanischen Panzern? Keine Ahnung, ich springe einfach drauf. Ich bin auf dem Panzer drauf! Mein Aim ist so professionell! Ach man! Du bist auf dem Panzer drauf? Ich bin wieder runtergeflogen. Oh ne, der fokust mich. Der fokust mich. Kloner.
Also Kommandodruide macht echt Spaß, irgendwie. Ja, deswegen mag ich die auch am meisten. Die sind echt toll. Messern. Also ich bin Nein, der Panzer will mich. Nein, der Panzer hat mich. Ach, schade. Dafür kann ich wieder einen Kommandodruiden kaufen. Wo ist ein Karadrek? Da ist Karadrek. Ich bin bei dir. Okay, cool. Genau. Drei Kommandodruiden. Ah, ne, das ist kein Kommandodruide. Schade. Oh, ich hab irgendwas angeschossen. Irgendwas von uns. Meine Kommandodruiden sind, wenn ich mich recht erinnere, auch schon Max. Weil ich einfach jedes Spiel spiele. Ehrlich? Krass. Ich guck mal, du hast da. Ich glaube, bei mir hat man es vorhin gesehen. Ich war total schlecht. Ja, was haben wir noch hier im Chat? BX-Kommandanten? Was sind BX-Kommandanten? Kommandodruiden? Ach, das sind die, oder was? BX-Kommandodruiden? Ja, BX-Kommandodruiden. Ah, okay. STAPs gibt's ja auch. Die habe ich noch nie gespielt. Und Jatiriko hat die Zeit verpeilt. Ja, Jatiriko, da musst du beim nächsten Mal dann wieder in Voice-Chat mit reinkommen. Ich gehe jetzt hier nicht raus. Wir machen das immer vorm Stream natürlich, ne, ganz klar. Also wenn der Stream läuft, dann hole ich die Leute später rein. Aber trotzdem schön, dass du mit reinguckst. Maul, wir haben einen Maul. Ja, der Maul hat mir vorhin die ganze Zeit geholfen, Anakins zu töten. Voll der Coole. Ich finde einfach keine Gegner mehr. Ruidika. Die macht die einfach alle nieder. Ich bin momentan immer nur so, ja, ich bin halt mal da und laufe euch hinterher. Aber ich lese auch nebenbei genau. Im Chat, deswegen. Jan Kalthoff schaut mit rein. Lieber Jan, schön, dass du mit reinguckst. Der gute Freeman. Ich finde nichts, doch, da ist ein Yoda. Kara, in der Tabelle sind wir genau untereinander. Wenn du einen Yoda mit drei Schlägen triffst, fliegt er hin. Mit drei Schlägen? Ja, das ist bei allen Charakteren so auch. Er hat mehr Schaden gemacht. Ich hab halt leider eine. Kommandodruide. Wo ist Karadrek? In Combat. Ach man. Oh Mist. Ah, ich hab auch noch. Irgendjemand hat noch erledigt. Okay, wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? Beta Super Kampfdruide verfügbar. Ich nehme diesmal keinen Kampfdruiden. Ich bleib diesmal mit Spezialisten. Und ich kann mir jetzt sowieso keinen kaufen. Ich habe zu wenig Punkte. Und mit 4000 Punkten kannst du einen Held kaufen. Genau, richtig. Deswegen wollte ich sparen. Eigentlich. Oh Mist, irgendwas hat mich voll erledigt wieder. na gut. Also ich will jetzt mal 4000 sparen und dann will ich Doku haben. Das Problem ist nur, dass meistens, bis ich 4000 Punkte zusammen habe, sind die Helden immer schon alle vergeben. Ja, das ist... Kenn ich. Deswegen. Das ist auch der Grund, warum ich den Modus nicht so gerne spiele. Also er macht zwar Spaß und so und alles nieder... Ja, ich hab grad auf mein Messer geschrien, weil ich jemanden gemessert hab. Ah ja, okay, cool. Beste Also ich mag's eigentlich, ne? Ich mag diesen Modus, ich finde ihn cool und spaßig und so, ne? Gar keine Frage. Aber der ist ein bisschen, ich sag mal, wenn ich spiele lieber Helden halt. Ja, ich spiele den Modus gerne einfach nur, um mich aufzumachen, einfach, weil ich habe noch ein paar einzelne Klassen, die nicht auf maximal sind. Ah ja, ja. Eine Klasse noch, deswegen. Also der Modus ist gut, fünf Leben. Zu spielen. Gut, tötest mich nicht. Wenn, dann tötet mich der Panzer. Ach man, der Panzer hat mich nicht getötet. Ich hab keine Kommandodruiden mehr. Dann bin ich wieder bei Kara. Ah, ich hab was gekillt. Neben dir ist ein Level 168er Jump Trooper. Boah, wir sind hier wieder am Flur. Boah, da hat mich voll... Oh, war nicht neben dem Yoda. Das ist unlucky. Das ist übel, ey. Yoda, Yoda. Ich spiele dich. Ach so, rüste mal Karten. Ich hab den Yoda gekillt. Boah, bitte nicht so... Bitte, warte mal, bitte nicht so schreien, ja. Ja, ich bin gerade einfach... Okay. Hilfe. Ich bin wieder tot. Ich weiß halt nicht, wie dann der Sound ist, nicht, dass irgendjemand die Ohren wegfliegen oder ja. So, ne? Weißt du? Was denken sich die? Ich kann nichts freischalten. Warum so. Ist da wieder ein Panzer? Warum spawn ich immer vor Panzern? Bosk, warum warst du vor einem Panzer? Oh mein Gott, hier ist Anakin. Warum wehrt sich der Panzer nicht? Ich springe einfach auf den Panzer drauf und schieße ihn von dort ab. Hat die Granaten da platziert? Ist einer von uns? Oh, da ist wieder ein Panzer. Okay, ich weiß, was du meinst. Deswegen. Komm, du sing. Ja, der Snipe. Oh mein Gott. Ah, da ist ein Grievous. Das ist gut. Grievous ist für uns, oder? Melee. Mein Leich ist einfach vollkommen durch die Map geflogen. Dafür habe ich wieder Kommandodruiden.
Okay, wir müssen uns heilen. Wie hoch heilen wir uns eigentlich? Ah, wie es geht eigentlich. Wir haben gar nicht. Okay. Die haben gar nicht so viel Gesundheit, ne? Diese Druiden hier. Oder generell diese Fußsoldaten. Die sind mit ein, zwei Schlägen tot, ne? Kann das sein? Ja. Aha! Du hast den besiegt! Ja, ich hab den Typen auf dem Läufer getötet. Sehr cool. Ich hab noch mit drauf geheizt. Ich hab dafür noch einen kleinen Assist bekommen. Mit Schrotflinten, wann hättest du jede normale Klasse? Ah, das ist ja geil. Ich will eine Schrotflinte. Ach, was? Das ist Obi-Wan. Ach, Mann. Wo sind die denn jetzt eigentlich alle wieder? Wo ist die Action? Bei irgendeinem Punkt waren die. Neben dir bin ich irgendwo gestorben. Irgendwas an einem Obi-Wan und einem Kommando-Druiden. Irgendwas schießt doch auf mich gerade hier. Oh, ich schieß an die Wand. Oh. Ich hab fast meinen Melee-Angriff immer. Ah, schade. Naja, ich hab wenigstens ein, zwei Leute gekillt noch. 3600 Punkte, wir haben es fast geschafft, Freunde. Fast geschafft. Warum sind hier zwei Helden? Okay, Anakin ist tot. Gaming Storm schreibt, jetzt sind meine Ohren tot. Weil du vor uns rumgeschrien hast, weißt du? Ich war's nicht. Ja, ich Schadensersatzklagen bitte direkt an Dark Hunter. Sein Anwalt ist heißt Mario, aka Legends. Er nimmt das alles an. Ich war's nicht, es war mein Kommando-Druide. Es war mein Kommando-Druide. Ich spring rum und melee wieder, Leute. Das war mein Zwillingsbruder. Ich hab keinen, es war mein Kater. Ja. Ich meine, ich hatte ihn vorhin noch im Gesicht. Ja, kein Wunder, würde ich auch schreien. Es war Palpatine. Wer ist denn hier? Da ist schon wieder ein Yoda. Warum sind hier überall Yodas? Yoda, ich ignoriere dich mal, ich will auf deine Klone gehen. Er ist irgendwo hier hinten hingerannt. Der beschießt mich. Da hinten geschossen? No way. Geschossen? Wenn ich Grievous sehe, kriege ich immer voll Schiss, weil ich immer glaube, das ist dann irgendwie ein Jedi oder sowas. Ich denke immer, das sind vier Jedi oder zwei Jedi auf mich zugerannt kommen. Ich hab fast keine Leben mehr. Kara? Ja? Wo hast du Source Battlefront 2 gekauft? Über Steam oder über etwas anderes? Battlefront 2? Ja. Was mit Battlefront 2? Gibt's ja gar nicht auf Steam, oder? Das ist ja auf Origin. Ja, es gibt gar nicht auf Steam. Warum ist hier schon wieder ein Anakin? Hier war doch gerade eben erst nur ein Yoda. Au. Also du brauchst EA Origin, das musst du runterladen. Das ist quasi wie Steam, nur halt eben von EA, ne? Aber ich habe gerade einen Trick rausgekommen, was ich bei einem alten Spiel mal gemacht habe. Ich habe mir das Spiel über den PC gekauft und dann meinen Controller verbunden. Guck, ich habe jetzt 4000 Punkte, ich kann mir Count Dooku nicht kaufen. Na. Weil irgendjemand ja, so rum. Anscheinend schon zwei, die zwei Schurken haben anscheinend. Ja, wir haben einen. Ich glaube, wenn wir auf dem Schiff sind, gibt's glaube ich vier Heldenplätze. Ah, wir haben einen Grievous und einen Maul, glaube ich, ne? Das sind die beiden, die vergeben sind, deswegen. Genau. Wie war dein Trick nochmal bitte, Mario? Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich habe das damals bei einem alten Spiel gemacht. Ich habe das Spiel auf dem PC gekauft, wie auch immer, Steam oder etwas anderes. Dann habe ich einfach nur den Controller verbunden. Ich habe auch den PC-Controller verbunden. Hilfe. Ja, das ist gut. Ich bin stuck. Hilfe. So, ihre Origin. Klone. Klone, ich melee dich. Also Origin, dort hast du es dann auf, dann kannst du auf dem, oh mein Gott, ein Panzer! Übrigens, Kara, ich würde dir die Karte auch empfehlen. Und zwar bei Spezialisten kann man dann später eine Karte ausrüsten, mit der sie über 100 Melee-Schaden machen. Deswegen ich hier einfach mit meinem Schild rumrenne und Leute mit Nahkampfangriffen One- oder Two-Hitze. Ach so, verstehe. Das ist ja cool. Deswegen habe ich auch von Obi-Wan fast getötet. Als Spezialist? Ja. Im Nahkampf. Ja, das ist krass. Midi. Ich hab schon wieder Starkinder getötet. Warum töte ich den die ganze Zeit? Da hab ich gerade wieder weggeschottet. Ach man. Landen wir eigentlich auch auf dem Schiff später? Wenn wir gewonnen haben diese Runde? Immer der als erstes 100 Punkte erreicht, geht aufs gegnerische Schiff. Und muss dieses dann zerstören. Schon wieder Kommando-Druide. Panzer! Nein! Warum greife ich den an? Ich muss einfach wieder auf den Panzer springen, wenn er nicht auf mich drauf guckt. Okay, es läuft! Das ist schon wieder ein Yoda!
Oh. Yoda, lass mich in Ruhe! Yoda! Anakin ist hinter mir her! Ah, oh, Mist! Commander Droid! Du hattest Yoda, ich hatte Anakin! Was eine Kombination! Ja, also, wo ich noch mit dem Darth Maul zusammen war, dort hatten wir einen Anakin, dann einen Obi-Wan und dann schon wieder einen Anakin. Krass! Aber da sie einzeln reingelaufen sind, sind sie auch alleine immer gestorben. Ja, ja, genau. Doch das typische Helden-Börse-Schurken-Syndrom. Alle rennen einzeln rein. Ist das Origin 60 Megabyte? Ja, oder? Ja, ja, Origin ist klein. Origin ist winzig. Okay, ich hab mir gerade die Windows-Version gesehen. Ich mag's, Leute zu messern. Deswegen spiele ich Commando Droid. Das klingt etwas falsch. Ich weiß. Stech's ich hab aber angefangen. Hier. Infanterie oder wie, keine Ahnung mehr, wie die heißen von der, wie hießen die jetzt, von dem Widerstand, die haben mich mit ihrem Nahkampfangriff enttäuscht, deswegen spiele ich die nicht. Panzer! Darth Maul, töte den Panzer, oh nein, er greift mich an, ich habe den Panzer getötet. Ich merke gerade im Stream, ich habe irgendeinen Hall auf meiner Stimme. Ja, du klingst ein bisschen hallig. Komisch. Für mich war es letztens, anstrengend, die zusammengeschnittene Version vom Stream zu schauen, einfach nur wegen meiner Stimme dort. Ich hab den Ton ausgemacht, aber ich verfolge, wie Kara gerade spielt, deswegen. Ja, ich weiß, ich gucke aber bei Kara auch immer die die bearbeitete Version von dem, um auch so alles aus seiner Sicht zu sehen. Mhm. Und der letzte Stream war dort halt anstrengend wegen meiner Stimme. Ich habe Doku! Es geht los, Freunde! Lass das Gemetzel beginnen! Wo bist du? Ich komm zu dir. Komm, Karre, jetzt nicht versagen. Wir zählen alle auf dich. Mein Gott, irgendwas schießt auf mich. Wir zählen alle auf dich. Wir hätten rein theoretisch auch einen. Hätte ich jetzt B2-Druiden, könnten wir einen auf Episode 3 machen, wo du mit zwei B2-Druiden reinkommst. Mein Gott, Yoda ist hier. Hier wird saumäßig viel geschossen. Ja, also die Leute, die schießen, messer ich gerade. Jawohl, ich hab Yoda gekillt. So, kleiner Gnome. Der Maul ist auch gestorben. Ach, das ist ein Anakin! Auch. Ich kann aber schon wieder Commando Droiden kaufen. Und Old Republic. Zeig mir immer mit mir in dem Spiel. Oh Mist, ich bin gestorben. Oh, schade. Gut. Oh, das war ja nicht gerade lang. Ich will gerade bei dir spawnen, dann stirbst du einfach. Oh Mann. Na gut, dann warten wir doch mal vielleicht auf später. Wieder ein Panzer. Aber wir waren doch direkt in der Basis, sind da alle gespawnt, dann habe ich da rumgetackelt. Das ist übrigens das allererste Mal, dass ich in diesem Spielmodus. Mit einem Helden unterwegs war. Also ich habe das vorher noch nie gemacht. Ich habe es auch noch nie gemacht. Und ich spiele den Modus sehr oft. Ja, siehst du? Habt ihr keine? Also soll ich jetzt bei Helden nicht mal, Helden vs. Schurken spiele ich eigentlich immer nur die Helden, weil sonst überall spiele ich einfach nur immer die Spezialeinheiten. Also habt ihr nur einen Kommando-Druiden? Ein Schurken? Also habt ihr keinen sozusagen? Nee, bei mir schon. Ich habe eigentlich viele Mains. Ein Boss, warum ist da ein Chewbacca in meinem Gesicht? Das ist ein normaler Wookie, das ist ein Chewbacca. Also, ich weiß ja, dass Kara als dunkle Seite Doku, aber hast du einen hellen Seiten-Main, Kara, oder wirklich gar keinen? Nee, gar keinen, überhaupt nicht. Es gibt praktisch keinen helle Seite-Charakter, der mir gefällt. Der einzige, also einigermaßen, der einzige, der mir einigermaßen ein bisschen gefällt, ist Obi-Wan vielleicht und Rey, die zocke ich ab und zu mal, aber so einen richtigen Main habe ich da nicht. Das wäre, wie gesagt. Es wäre, Qui-Gon Jinn, wenn wir einen hätten. Ich hab dir eher dazu was erzählt, zu den hellen Seiten, also wenn wir... Ja. Eigentlich bin ich stuck. So, wir haben es geschafft, awesome! Wir greifen jetzt das gegnerische Schiff an. Also Phase 1 war ein Sieg für uns. Moritz zitiert mich gerade mit irgendwas schießt auf mich. Wie oft ich diesen Satz noch hören werde. Ja, das ist die Erkenntnis des Tages. Ich mach mal eine Strichliste, ne? Genau, richtig. Erzähl das mal bitte. 50 Kills. Seit wann habe ich 50 Kills? Es geht rein. So, Nivea schreibt liken, ganz genau, richtig. Also Nivea, die Moderatorin, hält hier alles sauber. Und Spam und anderen Unkraut. Ich habe versucht, unseren Grievous zu erschießen, hat nicht funktioniert. Frag mich warum. Boah, das ist ein Bosk. Boss kriegt eigentlich immer noch broken mit seiner zweiten Ability, die nicht funktioniert. In dem nächsten Patch wird das nicht mehr broke sein. Der kommt am 24. Ja, so. Warum werden alle Raketen nur direkt auf mich geschossen?
Was also noch ist der OP, ja, aber der wird bald gepatcht. Bleib bei mir, ich bin immer da, wo keine Action ist. Also ob das Mann. Gut oder nicht ist, das ist jetzt die Frage. Ja. Ich hab jemanden ausgeschaltet eben. Voll gesniped. Oh Mist, ich wurde auch gesniped. Zwei Schüsse. Mich nervt es, dass ich immer noch nicht die One-Hit-Sniper hab. Deswegen verliere ich alle Sniper-Duelle. Aber ich kann Doku wieder nicht wählen. Ich bleib jetzt so lange... Ich geb denen einen Headshot und die haben noch zwei Leben übrig. Ich hab... Anakin. Fishy3 schaut mit rein, schreibt Hi. Übrigens haben wir jetzt hier 16 Zuschauer und 17 Likes für den Stream. Das ist absolute Spitzenklasse. Also es geht, es geht. Muss die Leute immer nur ein bisschen dran erinnern. Ich vergesse es ja auch manchmal, ich weiß ja, wie das ist. Aber trotzdem vielen lieben Dank, Leute. Wenn ihr liked, das hilft tatsächlich dem Kanal und dem Stream ein bisschen besser, also ein bisschen mehr angezeigt zu werden. Ihr könnt wirklich auf diese Weise, wenn ihr einfach nur ein Like da lasst, das ist nur ein kleiner Klick. Oh Mist, ich habe nichts getroffen gerade. Aber das hilft immens. Nach hinten sind Gegner. Ich will einfach. Und das ist Jet Trooper. Ich sterbe gerade einfach nur die ganze Zeit. Ich spawne, sterbe und spawne, um wieder sofort zu sterben. Ja, so ähnlich. So ähnlich ging's perfekt, mir auch, Doug. Du hast es geschafft. Granate. Nein, mir wird der Kill gestohlen. Dann schieße ich halt auf Anakin. Und werde währenddessen erschossen. Dafür habe ich wieder Kommando-Druiden. Ich finde es komisch, wenn man im Superchat was spenden will, kommt da einfach nichts da unten bei mir. Was? Wie? Nochmal? Hä? Was war Superchat? Ich wollte gerade eine Summe Geld spenden. Hm? Aber wenn es da unten ladet, kommt da nichts. Einfach weiß. Okay. Sehr interessant. Scheiß Superchat. YouTube mal wieder. Grievous, ja, was wieder. Machst du? Unser Grievous versteckt sich. Und der hat volle Leben und versteckt sich. Also er blockiert quasi jetzt einen Heldenslot einfach so. Der sabotiert uns quasi. Ja. Hey, hier in der Ecke. Ach so, da drüben, da oben. Dann versuche ich da hochzuspringen. Zeig, komm jetzt mal zu dir. Ich sehe dich nicht so hochspringen, aber egal. Da ist der Grievous ja wieder. Das ist ein Chewbacca. Ey. Hört auf mich zu schießen, während ich rumspringe. Blauen Mulis sind sicher da oben. Und sie haben recht. Ja, aber okay. Das ist meistens ein Chokepoint. Man läuft rein und stirbt. Hier ist Ray. Adi Gallia, ich grüße dich ganz herzlich. Schönes Rein. Also wir haben Adi Gallia, Ahsoka Tano, alle schreiben sie Ray. Au. Was ist mit Ray? Ich werde von überall beschossen. Oh, ich auch gerade. Oh mein Gott, weil ich gerade auf den Chat geguckt habe. Dann nehme ich halt wieder Spezialisten. Wieso kann ich keinen Helden wählen? Das ist so unfair. General Grievous ist tot. Falls du genug Punkte hast, kannst du einen holen. Ehrlich? Ach, jetzt bin ich schon wieder belebt. Ja. Ich hab genug Punkte für Spiel. Da hat jemand Doku, Mann. Ich muss dir mal zeigen, wie man Doku richtig spielt. Ah ja, da ist Doku. Ich schieß Doku ab. Vielleicht hilft das. Ja, genau, super. Zeig dir mal, wo es lang geht. Dein Doku ist auf welchem Level? Ich kann nichts wählen, das gibt's doch nicht. Wie bitte? Dein Doku ist auf Level, wie viel nochmal? 60 oder? Ich glaube mittlerweile ist irgendwie 66 oder 68 oder 69, irgendwie sowas. Irgendwas über, gut über 60. Ich hab nochmal ordentlich zugelegt seit dem letzten Stream. Ja, Road to 100 würde ich mal sagen. Oder Road to wie. Das ist ein Rüdiger. Gewisse Person, Max. Au. Ich werd beschossen. Das gefällt mir nicht. Ich guck mal kurz im Chat. Also, ja, einige Namen sind gefallen von verschiedenen. Star Wars Charakteren. Ich weiß aber nicht jetzt, ob das wirkliche echte Zuschauer sind oder ob das einfach nur Spam ist. Kann ich ja schlecht sagen. Sind auch mehr Beschwerden wegen meinem Schrei gekommen? Nö. Die kommen also dann nachher per Anwaltsschreiben dann. Das Problem ist, du hast es jetzt angesprochen. Ja, jetzt. Beschwerden! Und jetzt werden wieder welche bestimmt reinkommen, weil du es angesprochen hast. Nein, der Wookie hat ein Leben. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab auch auf ihn geschossen, aber er ist noch entkommen. Ich bin auch bei dir übrigens. Ich bin hinter dir. So. Au. Danke, bist du eigentlich schon schwanger? 14. Ah ja. Ich bin bei 34. Ich bin der. Was machst du, Kara? Ich bin 34. Ich bin steinalt. Was? Du klingst wie 23. Ja, das ist gut. Solange ich noch nicht so alt verbraucht klinge, aber ja, ich bin tatsächlich 34.
Warum läuft dein Druide so langsam? Ich rauche halt nicht, ich trinke halt nicht viel, also ab und zu mal so ein Bierchen oder so, ne, aber nicht so wirklich alkoholmäßig, bin ich nicht so. Also ich hab nicht, dass meine Stimme großartig beschädigt. Ja, Kommando Druiden. Boah, Raketen sind hinter uns. Raketenwerfer, Chewbacca! Chewbacca und Raketenwerfer sind da hinten. Oh. Karakan Dooku wurde getötet. Aber ich kann ihn nicht auswählen. Der ist immer noch rausgegraut. Ja, man muss erstmal warten, bis man respawnen kann. Und ab da kann man Helden auswählen. Also ich kann respawnen. Da sind immer 4-5 Sekunden. Da sind zwei Helden durch eine Tür. Also ich kann respawnen, aber ich kann Dooku nicht auswählen. Haben wir schon wieder einen Dooku? Anscheinend. Alle 4 Helden sind vergeben, so wie es aussieht. Das ist ja krass. Belastend. Nein, da mach ich nicht mit. So, Gaming Storm kann's gar nicht fassen, dass ich 34 bin. Nicht mit. Marias Ohren tun immer noch weh wegen dir. Also, ne, da siehst du, da kommen noch mehr Klagen dann. Wie gesagt, es war der Kommandodruide, nicht ich. Und Livia schreibt Kalpirinha, na klar, ne? Also ich trinke gern Kalpirinha so, wenn da? Ich habe. In jedem, wie heißt das? Oh mein Gott, wo bin ich denn hier? In jeder Cocktailbar, in der ich bin, muss ich immer einmal Caipirinha bestellen, wenigstens. Ja, Caipirinha oder Mojitos oder so mag ich mal sehr gerne. Ah ja. Weil es laufen gerade 50% von unseren Leuten stehen einfach nur bei einer und derselben Tür da und werden beschossen. Ich meine, ich werden sie auch noch von hinten angegriffen werden, wobei sich um die hinten niemand kümmert. Hi Karl! Karl schaut auch mit rein, das ist cool. Wir brauchen ein Gesprächsthema. Oh. So. Und A-Team Lange schreit, bist mein Lieblings-YouTuber, das freut mich riesig. Vielen lieben Dank, lieber A-Team Lange. So, ich schaue jetzt noch, ob ich noch mal einen Helden leben kann. Das ist so krass, ich hätte das niemals gedacht, dass das jemals... Supreme Leader Kairo. Dass ich überhaupt... Ah, Dooku ist frei! Auf geht's! Let's go! So, ich habe übrigens meine Karten, meine Sternkarten angepasst an diesen Modus hier. Für diesen Modus gibt's andere Sternkarten, die man eher nehmen sollte. 8 Minuten ist Origin fertig. Ich laufe. Hallo Druidika. Warum sind die Druiden erst eigentlich so flach? Auch können das schon spielen. Auf, Granaten. Von dort kommen die Granaten. Auf. Wir werden schon wieder geflankt. Nein! Was hab ich getan? Was hab ich getan? Was war das für ein Schrei? Oh mein Gott! Bist du runtergefallen? Ich bin runtergefallen! Was hab ich getan? Ich gehe da rein wie so ein Held, weißt du, und mach alles nieder. Die schießen auf mich und ich wehr alles ab und schieß die ganzen Schüsse wieder auf sie zurück und die sterben und ich mach Blitze und ich bin unaufhaltsam und dann springe ich den Abgrund runter. Das ist irgendwie typisch Kara. Obi-Wan. Ah nein, ich will das nicht. Okay, lieber Arthur, das freut mich, dass du meine Videos unterhaltsam findest und ich grüße dich ganz herzlich. Da sehe ich es gerade im Hintergrund. Nicht sonderlich vorbildlich, aber unterhaltsam wenigstens. Es tut mir wirklich leid. Warum? Aua. Wie oft hast du eigentlich schon Selbstmord begangen? Boah, ich weiß nicht, da müsste echt mal einen Counter geben für. Au. Da müsste echt mal jemand irgendwie das mitzählen. Wer hat mehr Kills? Die Map oder Kara? Ich wollte ganz professionell ausweichen, so richtig schön. Weißt du, wie ich das von Helden vs. Schurken kenne? Oh Mann, ich glaube, wir sind nicht schnell genug, oder? Wir müssen doch eigentlich diese Ziele einnehmen innerhalb der Zeit, oder nicht? Zerstören. Aber da die Zeit gleich wieder um ist, werden wir einfach wieder auf den Boden geschickt und wir müssen wieder die Punkte erobern. Warum? Oh nö, das ist doch blöd. So das kann ja ewig dauern dann. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, die Runden gehen beispielsweise von 15 bis irgendwie einer Stunde oder eineinhalb Stunden. Ja, deswegen wäre es direkt besser, wenn du direkt Helm Schurk Sprachen lernen würdest. Ach Mann. Ah, Mann. Okay, verstehe. Also ich hatte diesen Modus schon einmal gespielt bis jetzt. Da war das so, dass wir dann immer da gewonnen hatten. Also ich habe das 2-3 Mal habe ich diesen Modus mal gespielt, aber immer nur ohne Helden. Weil ich ihn nie gekriegt habe. Meine Hard ist gerade mega verbuggt. Ich sehe gerade die Cutscene, dass wir verloren haben, mit meinem Radar, mit allem anderen da. Oh ja, ich kann, ja. Maria schreibt 26 Mal. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich gezählt hat, aber wie es aussieht, bin ich 26 Mal abgestürzt. Ich weiß, dass wir 2 oder 3 Mal schon auf Kamino waren. In den letzten
im vorletzten Stream war es. Oder so. Nee, nicht mal vorletzter. 2 Donnerstage her. Also ich möchte noch mal zu meiner Verteidigung erwähnen, dass dass wenn ich runtergeschubst werde von Jedi, das zählt nicht, ne? Nur wenn ich wirklich selbst runterspringe. Ja, da bist du als Ray immer wieder runtergelaufen. und hast uns den Sieg gekostet. Ja, stimmt. Genau, ich erinnere mich. Ja, das war diese ein oder zwei Deaths, auf die es wirklich ankam oder so. Ah, Raketen. Boah, Granat. Die Rakete hat mir noch 5 Schaden gemacht. Ich kämpfe gerade an einer anderen Front, auf der anderen Seite. Ich habe dich gerade gesehen, du bist da hinten links. Also ich kämpfe hinter mir. Oh mein Gott, da ist ein Jedi. Nein, er hat mich erwischt. Ich habe fast keine Leben. Ich bin so gut wie tot. Ich habe 9 Leben. So wie es aussieht, überrennen uns dieses Mal die Gegner. Aber das hat bestimmt nichts damit zu tun, dass ich vorhin runtergefallen bin, oder? Au. Doch. Nur weil du runtergefallen bist, verlieren. Warum sind alle Gegner hinter mir? Wäre ich eben nicht runtergefallen, hättet ihr gewonnen. Dann hätten wir gewonnen. Bestimmt. 5 Jahre Glück hättest du. Wärst du nicht runtergefallen. Ja, ernst, also wirklich, ne? Ich denke, wenn ich nicht runtergefallen wäre, hätte ich länger Count Dooku gehabt und dann hätten wir noch ein bisschen mehr reißen können, auf jeden Fall. Boah, das ist so bitter. Wenn man selbst derjenige ist, ne, an dem es dann hängt. Okay. Aber Old Republic kann man auch wahrscheinlich dann über Origin holen, oder muss man es auch extra holen? Ja, das musst du extra runterladen, tatsächlich. Ja. Origin ist, also Old Republic ist weder Origin, noch, was ich gerade gegoogelt habe. Genau, das ist, Old Republic ist weder Origin noch Steam, das ist ein, das hat einen eigenen Launcher. Man kann da nicht hochspringen, schade. Oh, okay, Mist, da sind 2 Helden, da will ich nicht hin. Ja, ich zum einzigen Punkt. Old Republic, ich hab's damals gespielt. Gaming Storm 1, professioneller Maul-Stunt aus Episode 1, genau. Ja, ja. Einfach ab und runterspringen. Ja, meistens teile ich mich auch vorher, bevor ich runterspringe. Maul hat das ja überlebt, ne? Offensichtlich wohl nur allein durch seinen Hass, durch die dunkle Seite der Macht und so. Also hat er einen auf Cyan gemacht. Ja, so ungefähr, genau. Warum rennen wir alle in meinen Schuss rein? Und es sind auch noch Bots, die mir in den Schuss reinlaufen. Hat er wohl Anakin auch, oder? Anakin hat doch auch einen auf Cyan gemacht. Ich meine, eigentlich müsste er als Darth Vader, ich meine, der hat seine Arme und Beine abgeschlagen bekommen und ist halb verbrannt. Also eigentlich. Das wird auch. Eigentlich hätte das nicht überleben. Es ist schön, wenn Kommandodroiden sterben, während sie im Dash sind, fliegt ihre Leiche durch die halbe Map durch. Aber ich stütze dich, wenn ich manchmal was frage wegen Old Republic, ne? Jatiriko schreibt, Kara, sorry, dass ich es verpasst habe. Kein Problem. Kannst du am nächsten Mal gerne wieder mit dabei sein? Die haben schon 100% erobert? Das ging aber schnell. Ja, ich glaube, die haben noch nicht mal gestorben. Du hast alle getötet. Ich bin auf Platz 14 übrigens. Dark ist auf Platz 10. Anakin! Ich hab nichts gesagt. Anakin muss aber auch genervt werden. Ja, dazu wollte ich ja vorhin was sagen, weil ich habe euch ja beide gefragt, was eure Mains sind. Ich habe das gar nicht erzählt, weil Karin, du weißt ja, weil wir ja geschrieben haben auf Discord, aber vielleicht interessiert es ja Dark und die Zuschauer. Vader ist mein Main auf Max Level 1000 und Anakin Level 438. Das ist so krass, Mann. Ich habe letztens gegen einen Obi-Wan gekämpft, gegen einen Anakin gekämpft. Mit Dooku. Ich bin im gegnerischen Schiff drin, auch Mann. Oh, ich wollte gerade noch überkillen. Naja, jedenfalls, das war ein Anakin auf Level 269. Und ich konnte ihn besiegen tatsächlich. Im One-on-One, also das war Helden vs. Schurken, da ging es eigentlich ganz gut. Aber der war schon echt stark. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, was halt ein Vader auf 1000 oder ein Anakin auf 600 oder 1000 oder so, wie viel Spielerfahrung da drin steckt. Und ich merke jetzt schon, wie langsam ich mit Dooku level. Und ich bin gerade mal um die 60 oder so, ne? King Clash of Clans schreibt, hallo, hi King, ich grüße dich. Also, worüber ihr könnt euch reintreten über mich, Schluss 30. Und das war alles nur ein Korb mit dreifach XP. Mann. Ich hab vergessen, wie schlecht mein Aim ist. Ich wollte dich nicht treffen. Und wie immer schieße ich und treffe ich Leute, die ich nicht treffen will. Jetzt müssen wir verteidigen, oder? Ja.
Warum sind dort schon Gegner auf Punkt B? Muss ich einfach rein. Hat jemand Doku? Ich will mein Doku wieder haben, Mann. Oder ist ein Obi-Wan? Da ist ein Chewbacca! Oh Mist! Die überrennen uns hier, die haben so viele Helden. Ja, Level 35 Spezialist. Irgendwie voll Low Level. Ist voll Low Level verglichen mit meinem Offizier, der einfach das Doppelte an Leveln hat. Gaming Storm fragt gerade, ob Level 1000 Max ist. Ich glaube schon. Level 1000 ist Max. Ja, Level 1000 müsste Max sein. Ja, da steht kein Level 1000, da steht einfach nur ein orangenes Max. Ich bin jetzt bei dir, Dark. Display Name. Soll ich. Ja, komm, mein Display Name wird Kara sein. Einfach aufs. Ja. Weil ich muss ja einen neuen Account alles machen. Komm, ich lass den Chat entscheiden. Chat, was soll mein Display Name sein? Ja, genau. Frag doch mal. Ja, gut. Ich meine, der im Prinzip ist ja egal, was ein Display Name, ne? Ja. Also, okay, frag mal Chat. Der Mario braucht eure Hilfe. Kara, pass auf, hinter dir ist eine Granate. Oh. Ah, nee, die macht dir keinen Schaden. Ah, ja, cool. Ich hab wieder mehr Glück als. Ich bin gesniped worden. Na toll. Ich hab den Sniper gesehen. Ich hab ihn direkt in die Augen geguckt, als er mir. Also nochmal ganz kurz hat. Hier bitte, kurz Frage an den Chat, an die Zuschauer alle. Der gute Mario braucht eure Hilfe. Und zwar erstellt er sich gerade einen Account in Star Wars The Old Republic und er braucht ein Display-Name, also ein Anzeigename. Einen Namen für seinen Account quasi. Wie soll er denn heißen? Habt ihr da einen Vorschlag? Ist übrigens, wird der Name nicht angezeigt oder so, ne? Offiziell. Das ist nur für dich so ein inoffizieller Name praktisch. Ja, mein Display-Name ist auch irgendwie einfach random Buchstaben. Ja, genau. Also dein Display-Name muss eigentlich noch nicht mal irgendwie ist der Sniper, der auch eine Bedeutung haben oder so. Das kann einfach irgendwas sein. Ja, aber einfach vielleicht hat der Chat ja eine Idee. Vielleicht hat der Chat ja eine Idee für einen coolen Namen oder so. So einen Display-Namen, wo er sich nennen könnte. Ach, wir müssen schon die Punkte hinten verteidigen, seit wann ist das denn passiert? Hier kommt jemand hoch. Obi-Wan! Ach, Mann. Ich höre ihn gerade fliehen. Mist. Ja. Dafür hab ich aber vorhin einen Obi-Wan fast getötet. Also ich habe jetzt... Ich will mal kein Kommando kriegen. Ich habe 4000 Punkte und ich warte eigentlich wieder nur noch auf... ich bin noch Rang 14, ich warte immer noch auf Doku. Aber ich kann ihn noch nicht... Maul ist frei, Grievous, alle sind frei außer Doku! Das gibt's doch nicht! Okay, wisst ihr was? Wir nehmen jetzt einen Maul, oder? Nein, der ist auch wieder weg. Jetzt alle weg. Oh Mann. Wenn ich einfach mal. Zu langsam. Ich bin zu langsam. Wenn ich mal Leute entscheiden lassen will. Unglaublich. Ja, ich fühle mich gerade. Walter schlägt vor für Mario, nenn dich Hotte Lotte. Ja, das habe ich auch gerade gelesen. Hotte Lotte. Die Hotte Lotte. Bis Rockets. Satiriko schreibt, welche Rasse? Also, wie redest du. Oh mein Gott. Wie redest du von Display Name? Also das ist nicht der, der Charaktername, sondern bloß Spielername sozusagen. Nein, die Tür. Eben waren der Doku ist bei mir. Kara, der Doku ist bei mir. Okay, sorg dafür, dass er stirbt. Sabotiere ihn. Lass also er hat Half-Life. Okay, sehr gut. Und er zieht sich zurück. Gib ihm mal den Tipp, runterzuspringen. Ich gebe ihm den Tipp, mach den Karrer. Genau, richtig. Sag ihm, das ist ein Pro-Tipp von jemandem, der Doku auf Level 69 hat. Ja, ich hab... Und dann kommt der, ich hab Doku auf Level 70. Also ich will jetzt nicht auf cool klingen, aber mein Low-Star allgemein, sagen wir mal Hero oder Villain, ist wirklich Doku auf 296. Ich hab alle anderen höher. Krass. Mein Lowster Held oder Schurke ist auf Level 1 und davon gibt's viel zu viele. Ja, definitiv. Ja, okay, kann auch sein, dass ich das Spiel grinde, gefühlt. Und bei Turnieren und alles mitmache und mit dem Partner immer spiele. Warum sind hier drei Mist, hab ich doch erwischt. 4B2 Kampfdruiden. Ich bin zwar einer von denen, aber Yoda. So, DJ Hardstagger Official schreibt The Darth Nihilus. Maul ist frei, ich bin jetzt am Maul. Ich hab jetzt Darth Maul. Nein! Wir haben Yoda getötet, aber er hat mich noch so, mit in den Mund warte gerissen. Mal ganz kurz bitte. DJ Hart, Dagger Official schreibt: Hi Karate, kannst du mich grüßen? Und er schlägt vor The Darth Nihilus als Name. Ja, ich sehe es gerade, Darth Nihilus. Aber ist es normal, dass Origin gefühlt 5 Jahre braucht zum Installieren? Bei mir ist es normal.
Also hier. Warum machen die Raketen so wenig Schaden? Aktuellste Version von Roger Salin, da ist ein kleiner Balken, der grün ist. Ja gut, ne? Das sind Chewbacca, gegen den will ich nicht kämpfen. Hallo Dooku. Der Dooku ist fast tot, Kara. Ach, Kara ist bei der... Kara hat den Yoda getötet, glaube ich. Ah, Mist. Nee. Ich war gerade Maul. Ich war gerade Maul. Ich bin gerade ja, rausgegangen. Ich weiß. Ich bin mit dir gespawnt. Ach so, okay. Ich hab 21 Leben übrig. So, dann nochmal zurück zum Spezialisten. Ja, bis jetzt haben wir Darth Nihilus, Hotte Lotte, Frankenstein. Was hatten wir noch? Auf jeden Fall Hotte Lotte. Die Hotte Lotte. Ja, Hotte Lotte ist auch mein Favorit. Kevin Fortnite fragt gerade, ob jemand von euch beiden YouTube macht. Also habt jemand von euch beiden noch einen YouTube-Kanal? Der aktiv ist irgendwie? Ja, aber nicht aktiv. Das Problem ist, mein Internet ist wirklich so, sagen wir mal, ich vorher sagen darf, beschissen, dass ich nicht streamen kann. Also ja, es lag dann im Game. Ich hab gerade jemanden gekillt, der heißt Hans Pro Gamer. Ja, so nenne ich mich, perfekt. Hans Pro Gamer. Alter, ich nenne mich Darth Vader Pro Gamer. Also, ich sag's mal so, das letzte Video auf meinem Kanal ist 3 Jahre her. Oh, 3 Jahre, okay. Ist vor einem Monat, denke ich. Oder? So, DJ Hardstacker Official schreibt, schade, dass du kein Galaxy of Heroes mehr spielst. Ja, wie gesagt, ich find's auch sehr schade eigentlich, aber wie gesagt, da steckt ein bisschen mehr dahinter als einfach nur, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Wenn es einfach du nur wäre... Du musst dir deine Videos angucken, ja, dann weißt du Bescheid. Genau, richtig, schau dir einfach mein letztes Video an, dann weißt du, hast einen kleinen Einblick. Steckt wesentlich vor 6 Monaten war mein letztes Stream-Video. Übrigens, Kara, der Dooku ist immer noch sehr low. Der versteckt sich einfach nur noch am Spawn. Ja, der will einfach nur Dooku nicht verlieren. Deswegen, er sollte besser abgeben. Ja. Und dann bin ich da mit Helden, der einfach reinrennt und sich denkt, mir egal, ob ich sterbe. Ich hab ja hier gerade gequickscoped. Oder ich kann mich ja nennen, der Darth Kara. Darth Kara ist auch keine schlechte Idee. Guck, und der Dooku, der ignoriert auch die ganzen anderen Helden, die er killen könnte oder so. Der rennt einfach rum und macht eigentlich nicht so wirklich irgendwas. G2. Aber gut, er macht mehr als ich. Ich bin bei dir. Au! Du hast ja auch dann damals Origin installiert, ne? Ja. Hat das wirklich so scheiße langsam geladen, wie bei mir gerade? Also ich weiß nicht, lädst du es runter oder installierst du es gerade? Runtergeladen ja, ist es ja, ne? Aktuelle Version von Origin installieren, steht ja noch. Okay. Also eigentlich dauert das nicht lang. Origin dauert bei mir auch irgendwie immer voll lang. Das ist das längste, was bei mir beim Origin passiert. Nimm dich nach dem Zorn. Geil. So. Auf einmal kann ich das auch. Schade. Ja, wahrscheinlich hat jemand den Namen schon. Deswegen habe ich auch einfach nur auf die Tastatur gehauen. Karas, weil die anderen ganzen Namen weg waren. Nein! Ich hätte gerade fast den Karadrick gemacht. Karas Zorn gibt's noch nicht, also. Karas Zorn kann man machen. Den gibt's noch nicht. Yoda! Scheiß auf von allem, was ich hab auf Yoda, aber ich hab leider nicht gekriegt, schade. Ja, ich habe eine Rakete auf ihn geschossen, deswegen ist er fast tot. Jawohl. Wir haben Druidika hier, sehr gut. Da hat auch hier die Angst vor Druidika. Dooku ist gestorben! Dooku ist gestorben, gib mir 4000 Punkte! Komm, schnell! Hol ihn dir, Alter! Ja, verteidigt! Oh mein Gott, Yoda war direkt vor mir, Mist. Oh nein, ich hab zu wenig Punkte. Ich hab nur 1700. Aber wir haben es geschafft, oder? Wir haben verteidigt. Ich hab 1900. 80. Mir fehlen 20 Punkte für den Kommando-Druiden. Nein! DJ Hard Dagger Official hat sogar noch ein paar andere coole Vorschläge. Zum Beispiel The Traitor Kill oder sowas. So, na gut, wir bleiben bei Spezialisten und gucken mal, dass wir dieses Mal... The Traitor Kill, Ehrenmann, Alter. Geil. Aber ich glaube, ich spiele lieber keine Kommando-Druiden, sonst übersteuere ich wieder wie vorhin beim ganz kurz, Yoda. Ja, ganz kurz nochmal, A-Team Lounge muss off, er muss noch lernen für die Arbeit. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu spät gesagt, aber falls du irgendwann später mal guckst, lieber A-Team Lounge, schön, dass du reingeschaut hast auf jeden Fall. Und ich wünsche dir noch ganz viel Spaß beim Lernen.
Und viel Glück bei der Arbeit. Runde eigentlich schon. Die Runde geht seit 26 Minuten. Na, ist noch kurz. Kam mir länger vor. Ich streame seit 58 Minuten. Ich weiß es einfach auswendig. Weil ich vom Gefühl her weiß ich das. Ich streame seit 58 Minuten. Ich glaube, fast so lang geht das alles hier. Wir zocken ja nur diesen einen Modus. Ich drücke Play Now, da passiert nichts. Ich fühle mich verarscht. Warum ist hinter mir immer jemand? Mein Kater läuft in mein Zimmer. Nein. Kanduku ist tot. Der Kater hat wohl Bock. Ich hab nicht die Punkte. Okay, langsam mag ich den B2 auch. Ich meine, du wirst jetzt noch nicht. Ich bin in die Granate reingedasht. Au. Ja, genau. Ja, Karre, was ist so dein Ziel für 2023? 10.000 Abos? Ja, das wäre doch klasse. Nee, ich setze also mir normal- dann sofort eine Million. Ich setze mir normalerweise keine Ziele irgendwie, was Abos angeht oder so. Also ich hoffe einfach, dass die Leute meinen Kanal finden und meinen Content toll finden. Und dass wir dann halt, dass der Kanal größer wird. Die Sache ist halt die, ich verliere momentan gleichzeitig viele Abonnenten, die weggehen, weil sie merken, dass ich kein Galaxy of Heroes mehr zocke, so nach und nach, ne? Kommt das bei allen mal an. Und gleichzeitig kommen auch neue, gerade durch Battlefront 2 und durch The Old Republic, vor allem durch Battlefront 2, kommen viele neue mit hinzu. Und das heißt, momentan ist das ein Austausch, weißt du, alte gehen, neue kommen, deswegen kann ich nicht so richtig einschätzen, wie schnell der Kanal jetzt wächst in irgendeiner Weise. Also es ist fast 1:1, gehen Leute weg und kommen. Wenn man mit der Sniper auf den Providence zielt, sehen die Texturen dort voll pixelig aus. Ja, Mann. Und ja, damit habe ich mich gerade beschäftigt, anstatt zu kämpfen. Oh Mist, ich renne voll in die Menge rein, in die Gegner. Oh Mann, das war dämlich. Also Kara, nicht immer allein reinrennen, aber, wie du es sagst. Aber ich bin Platz 13, du bist immer noch auf Platz 10. Ich hole dich langsam ein. Ja, das, wenn wir noch 10 Runden spielen, Ansage. Ja, wenn wir noch 10 Runden spielen, so 10 mal hin und her, weißt du, dann bin ich irgendwann auf Platz 12. Hallo Kara, ich bin schon wieder in B2. Sei diesmal ein Raketendruide, der komischerweise billiger ist als der normale, aber ist auch ein B2. Oh Mist, der Panzer hat mich gerade weggesprengt. Ich hab gedacht, er sieht mich nicht. Ach der, ah ja, für 1500, ne? Das ist der, oder? Ja, für 1100 gibt's einen und für Wrist Rockets. Ach man, die sind schon alle weg. Oh, ich spawn direkt vom Panzer, sterben. Na geil. Aufgetaucht und wieder weg. Mein Luck. Ja, genau, das hast du auf mich abgegeben eben. Flieg. Warum fliege ich in einen Panzer rein? Nein. Will nicht. Au, mir wird in den Rücken geschossen. Oh Mist. Irgendwie denke ich manchmal, dass die KIs von dem Spiel Aimbots haben. Hier läuft ein Doku rum. Ja, die KI sind auf jeden Fall Bots. Ich meine. Ja, ich weiß, aber die KI hat irgendwie voll den Aimbot. Immer. Nein, der Chewbacca ist voll low. Ja, ich hab den Chewbacca gekillt. Mit 11 Leben. Ich bin. Au. Tot. Ich bin von der KI. Ich werd von der KI erschossen. Digga, es passiert doch nur dir, oder? Also ich hatte 11 Leben. Oh. Digga, ich weiß nicht genau, was du meinst. Achso, du hast meinen Namen falsch geschrieben. Ah ja, verstehe. Er schreibt, Karadrik ist coolster Spieler ever. Wahrscheinlich, weil ich meistens den Abgrund runterfalle. Auch. Und Schild. Großmeister Yoda schreibt, SWGOH spielen du sollst. Auch. Ja. Das wird mich noch ein ganzes Weilchen verfolgen. Doku war neben mir. Ich werde angeschossen von hinten. Das Einzige, was der Doku macht, ist nicht mal blocken, sondern einfach nur rumlaufen, während der dann auch noch angeschossen wird. Also unser Doku ist sehr professionell. Ja. Den Klon auf den. Doku ist tot. Und schon noch 4000 Punkte. Ich muss den Typen töten. Töte den Walker. Oh, hier ist wieder ein Panzer. Oh, nee. Ich hab den Walker fast getötet. Oh, der kommt in unsere Richtung. Oh. Komm.
DJ Hart hat noch einen Vorschlag. Der deutsche Scion. Ja, jawohl, ja. Übrigens, ich sag jetzt auch noch mal etwas, worüber ihr euch lustig macht. Ich habe noch nie Heavy oder Assault gespielt mit diesem Account. Was? Mit Assault und Heavy habe ich noch 0 Minuten Playtime. Ja, ich kenne mich nicht mehr. Ja gut, ich habe die meisten auch nicht gespielt, ne? Also ich bin auch noch so... Ja, aber mit Spezialist habe ich jetzt so 10 Stunden und mit Offizier viel zu viele. Also ich habe momentan auch nur Spezialist gespielt bis jetzt. Also ich bin immer irgendwie hinten und schmeiß Granaten und schieße zwei Panzer. Alter Schwede. Also ich schieß gerade mit einer Sniper im Nahkampf gegen einen Panzer. Ich habe ihn Half-Life gebracht. Okay, sehr cool. Warum haben wir immer wieder einen Bosk? Weißt du, da scheint jemand Bosk-Fan zu sein. Wir haben ihn angeheuert. Das ist ein, wie heißt er hier, ne? Weißt du, ein Kopfgeldjäger. Ja, also ich war früher auch Bosk-Fan. Mein Bosk ist Level 26. Da warst du aber nicht lange Bosk-Fan. Ja, ich hab ihn eigentlich nur 2 Tage gespielt und das war ein Koop, während dreifach XP an war. Ich hab ihn von Level 1 auf 26 mit irgendwie innerhalb von 5 oder 6 Stunden gebracht. Also ist es... Ah, okay, nix. Also, ich finde Bosk auch mega cool. Also wie gesagt, es ist halt ein Schützencharakter, ein Schütze, und ich bin halt nicht so der Schützentyp. Ihr merkt es ja schon, ich treffe ja kaum und so. Und mit Geschützhelden habe ich dann auch nicht so. Aber... Ja, also... Aber was jetzt zum Beispiel... den Charakter an sich finde ich mega cool. Ich finde, das ist einer der coolsten Kopfgeldjäger, die es jemals gab. Mein Lieblingskopfgeldjäger ist immer noch Embo. Embo ist auch... Oh, Embo ist der Hammer. Embo ist der Hammer. Als der in Galaxy of Heroes gekommen ist, ich hab den mega gefeiert. Ich auch, weil meine einzige Schwerde war, ich hab das Event, wo man ihn bekommt, verpasst. Weil ich zu der Zeit es nicht aktiv gespielt habe. Wo ist hier ein Held? Da hinten ist ein Held. Hinter der... Wo ist er? Er wird hier markiert, aber Grievous ist tot. Grievous bin enttäuscht. Oh Mist, der hat da gegen die Wand geschossen, obwohl ich den voll im Visier hatte. Ich bin aber wieder 14! Du bist wieder auf Platz 14. Ich stürze ab! Ich komme nicht an eine richtige Stelle. Kevin schreibt gerade, ob Mario vielleicht einen Tipp geben kann für Darth Vader. Mario, pack doch mal aus, deine schmutzigsten Geheimnisse. Darth Vader, also deine dunkelsten Geheimnisse. Oh, meine dunklen Geheimnisse. Force choked immer Leute, die auf Schokoladenseite von Darth Vader soll ich raushauen. Ganz genau. Hey Leute, ganz jetzt mal im Ernst, das ist eine wirklich gute Frage, denn wir haben ja tatsächlich hier einen Spieler mit Level 1000 Darth Vader, also jemand als Gast dabei, ne? Das ist halt schon wirklich, das ist schon bemerkenswert. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, ruhig raushauen. Mario brennt darauf, sie zu beantworten. Ja, ich hab's also, sonst habe ich ja nichts zu tun, außer gerade The Old Republic zu installieren. Genau, richtig. Also Fragen. Also jetzt schmutzige Geheimnisse, ein Tipp für, was wäre denn zum Beispiel so ein Tipp, wo du sagen könntest, okay, das macht vielleicht immer ein typischer Anfängerfehler mit Darth Vader. Also als Darth Vader, ich könnte mir vorstellen, viele pushen mit Darth Vader rein. Das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt, also wie Kevin, weiß ich jetzt nicht, wie er spielt, aber auf jeden Fall, als Darth Vader solltest du nicht unbedingt immer pushen. Er ist Level 1000, ja, davon, das ist das Maximale, was du erreichen kannst. Nicht immer reinpushen, also kommt drauf an, was für eine Situation ist. Es muss immer die Situation sein. Ich sage jetzt, würde jetzt da ein Obi-Wan mit 4-5 Leuten, dann nein. Aber wenn da, also sagen wir maximal 8 Leute, wenn da sind, da kannst du reinpushen, aber über 8 Leute würde ich nicht mehr reinpushen, weil du mich einfach nicht mehr holen kannst. Weil, unmöglich. Also auf jeden Fall, das Wichtigste sind die Karten. Karten sag ich schon, also ich kenne jetzt schon wieder einen Finger. Ich bin's, Alter. Die Karten. Ich gebe auf Beenden hier, ne? Kurz, also